Verfolgen die natürlich sehr intensiv und sehen, wie viel Spaß wir haben und wie konzentriert wir arbeiten. Wie ist deine Einschätzung bezüglich der Entwicklung zu diesen Spielen? Ja, ich glaube, wir sind in der Vorbereitung sehr, sehr konzentriert auf die Sache. Die Jungs wissen, worum es geht. Wir haben eine Chance, die wir nutzen wollen. Und da geht es darum, jetzt Spiel 1 erstmal zu spielen, volle Konzentration auf Gibraltar. Nach Gibraltar geht es dann mit Montenegro im Kopf weiter. Aber jetzt ist der Fokus Gibraltar, das merkt man bei allen Spielern. Und das ist sehr, sehr wichtig und gut zu sehen. Ya şimdi kesinlikle buraya gelen tüm oyuncular ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyorlar. Bizim için önemli olan tabii iki maçı kazanmamız. Fakat ilk etapta birinci maçtaki alacağımız skorla diğer maçın gidişatı daha bir önemli olacak. Onun için biz elimizden geldiği kadar özveriyle çalışıyoruz. Oyuncularımız da bizim söylediklerimizi kesinlikle uyguluyorlar. Ve bu gidişatla umarız iyi bir skorla önümüzdeki iki maçı geçmiş olacağız. Norveç maçı hocanın ve teknik ekibin Stefan Kuss'un ilk maçıydı. Letonya maçından galibiyetle döndük. Yavaş yavaş üstüne koyan bir kadro ve teknik ekip var burada. Bu iki maçta bir önceki milli takım döneminden neleri farklı göreceğiz? Nelerin üzerinde duruyorlar acaba? Die letzten beiden Spiele, Norwegen das erste Spiel und der Sieg, den wir jetzt mitgebracht haben nach in die Türkei, das waren halt natürlich schon Zeichen, wie wir uns unter der Führung von, vom Trainer und von euch entwickelt haben. Aber jetzt wird es natürlich noch mal entscheidend sein, wie wir uns für die nächsten beiden Spiele entwickeln. Was wären so die Zeichen, in welche Richtung wir jetzt eine Veränderung erwarten? Ja, ich glaube, man hat es schon gesehen in den Spielen Norwegen und Lettland. Dass natürlich im ersten Moment nicht alles funktioniert, wie man sich es vorstellt, aber dass es Schritt für Schritt sich entwickeln muss. Und da haben wir, glaube ich, gegen Lettland schon viele Situationen gehabt, die in die Richtung gehen, die wir wollen, aber auch viele, das haben wir aufgearbeitet mit den Spielern, die noch nicht so aussahen, wie wir wollen. Ich glaube, im nächsten Schritt wird es jetzt natürlich mit ein bisschen einem anderen Gegner, der sehr, sehr tief spielt und der vielleicht von der Qualität der Einzelspieler nicht das bietet, was zum Beispiel Norwegen bietet, werden vielleicht ein paar andere Schwerpunkte wichtig sein. Trotzdem wollen wir versuchen, unsere Prinzipien, unsere Schwerpunkte weiterhin zu erarbeiten, weiterhin zu entwickeln und zu verbessern. Elbette son iki maçtaki gidişatta bizim çok kısa zamanda takımda çalışmış olmamız ve bu maçlardaki bizim onlardan istediklerimizi sahaya yansıtmaları çok zordu. Bunu yine ellerinden geldiği kadar iyi yaptılar ve ikinci maçtaki aldığımız galibiyet tabii ki bize hem moral olarak da çok faydalı oldu. Fakat o maçlarla kıyasladığımız zaman önümüzdeki iki maç çok farklı bir maç olacak. Rakibimizin şahsi kaliteleri ve takım olarak kaliteleri Norveç'te kıyaslanamaz elbette. Fakat buradaki maçların da önemi farklı olduğundan oyuncularımız kendi kabiliyetlerini ve kendi kalitelerini sahaya yansıttıklarında biz bu maçlardan belirli sinyalleri alacağımıza güveniyorum. Fakat bu konuyla ilgili daha henüz çok fazla bir detaya da girmek istemiyoruz. Hoca göreve başından beri Türkiye Ligi'ni de takip ediyordur, kuşkusuz izlemiştir. Türkiye Ligi'ndeki oynanan futbolun kalitesi ve temposunun milli takıma yansımaları nasıl olur acaba? İlk gözlemleri neler oldu bu konuda? Bunu da merak ediyoruz. Es ist natürlich jetzt so gewesen, dass ihr viele Spiele verfolgt habt in den letzten Wochen, auch in der Türkei vor allen Dingen, und die Qualität in der Türkei ihr jetzt ein bisschen besser einschätzen könnt. Was glaubst du, wie die Qualität des Spielflusses in der Liga den Vorteil für die Spieler, auch für die Nationalmannschaft mit sich bringt? Wie schätzt du die Qualität ein, dass wir davon profitieren können, auch bei der Nationalmannschaft? Ich glaube, prinzipiell gibt es vielleicht ein paar Unterschiede von dem, wie in der Türkei in der Liga oftmals Fußball gespielt wird. Ich werde nie sagen, besser oder schlechter, aber es ist ein bisschen ein Unterschied zu dem, wie wir es vielleicht aus der Bundesliga kennen. Und die Idee von Stefan und von uns geht natürlich vielleicht in eine Richtung, die ein bisschen mehr in diesem Bereich: wir wollen schneller den Ball erobern, wir wollen schneller zum gegnerischen Tor spielen, wir wollen kürzere Ballkontaktzeiten bekommen. Das sind Dinge, die wir gemeinsam entwickeln wollen mit der Mannschaft. Und wo man vielleicht sieht, dass die türkische Liga, und wie gesagt, mir ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um besser oder schlechter, es sind vielleicht zwei ein bisschen unterschiedliche Ansätze, wo man sagt, dass vielleicht ein bisschen ruhigerer Spielaufbau öfter der Fall ist, wo es sehr auf Ballsicherheit auch aus ist, das Spiel, wo in der Defensive nicht sehr schnell oft auf Gegenpressing gespielt wird, sondern eine kompakte Defensive in der eigenen Hälfte gefunden wird. Das sind die Unterschiede, aber wir müssen unseren Weg als Mannschaft finden, und das ist der entscheidende Punkt. Şimdi bizler Alman hocaları olarak Almanya'daki futbol kurgusunu bildiğimizden
Buradaki beklentimiz tabii ki oyunculardan birebir o tarz bir futbol oynamaları değildir. Çünkü buradaki oynanan futbol düzeyinde ister istemez zaman zaman farklılıklar oluyor. Hiçbir zaman ben bunun daha iyi veya daha kötü olduğunun hesabını yapmam. Fakat bizler de tabii ki daha hızlı oynanmasını, biraz daha çok top kazanıldığı an ani ataklara çıkıp biraz daha kaleyi zorlamamız gerektiğini biliyoruz. Bunları biraz daha uygulamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de son idmanlarımızda çalışmış olduk. Türkiye'de tabii ki kendilerine göre de bir düzey olduğundan ister istemez bazen biraz daha yavaş, biraz daha garanti futbol oynayabiliyorlar. Biz bunu biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Fakat neticede yine de oyuncularımızın kalitesine güvendiğimizden onları da bazı konularda biraz serbest bırakmak istiyoruz. Also nochmal ganz wichtig, ich möchte nochmal sagen, es sind unterschiedliche Ansätze, es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es sind einfach, glaube ich, zwei unterschiedliche Ansätze. Tekrar üzerinde durmak istediğim konu, burada farklı konseptler olabilir, fakat kesinlikle hiç kimse bunun daha iyi veya daha kötü olduğuyla ilgili bir mesaj almasın. Bizler bizim bugüne kadar bildiklerimizi ve oyuncularımızın bugüne kadar öğrendiklerini bir balans haline getirip en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Thank you so much. Thank you.